Ich habe die Vegan Beauty Basketbox bekommen für diesen Monat Juli. Und wenn dich interessiert, was da alles für Produkte drin enthalten sind, dann bleib doch einfach dran. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und ich habe die Vegan Beauty Basketbox bekommen und ich möchte die gerne mit euch zusammen aufmachen. Das ist das letzte Video, was ich bei uns in der alten Wohnung machen werde. Das ist der Hintergrund, den ich gleich abmachen werde. Die Spots werde ich alle einpacken, denn in ein paar Tagen geht es los. Mit alle weiteren Infos zur Vegan Beauty Basketbox findest du unten in der Infobox. Genau, so sieht sie aus. In jeder Box ist immer eine wunderschöne Karte drin von der Ina Donceva. Und was da noch drin war, das ist, wo ist das denn? Das ist diese Zeitschrift. Und zwar, hoppala. Und zwar diese Zeitschrift Vegan World. Ich lese sie mir immer sehr gerne durch, weil ich gerne informiert werden möchte über neue Produkte, über Rezepte, vegane Rezepte. Jetzt widmen wir uns der Box. Ich mache auch ganz schnell, damit es nicht allzu lange dauert. Und ich mache sie jetzt auf. Der erste Eindruck, sehr, sehr gut, finde ich. Ja, gefällt mir wirklich sehr gut. Denn das erste Produkt, was ich hier rausnehme, ist von einer Firma, die ich sehr, sehr gerne mag, von I+M Berlin. Und es handelt sich hier um eine Sonnencreme fürs Gesicht. Genau, Sonnenschutzpflege. Die ist auf jeden Fall wasserfest. Lichtschutzfaktor 30, pflegt die Haut mit Bio-Rohstoffen und schützt sie mit natürlichen mineralischen UVA- und UVB-Filter. Ohne Neonpartikel. Hier steht zusätzlich, mal gucken, ob meine Kinder hier reinplatzen, denn es sind Sommerferien. Zusätzlich schützt Schmetterlingsflieder mit dem Anti-Blue-Light-Effekt vor blauem Bildschirmlicht. Bildschirmlicht, ist das schädlich? Das muss ich mal googeln, habe ich noch nie gehört, aber gut. Da gibt es doppelt und dreifachen Schutz und ich freue mich, dass es hier drinne ist. Ich werde da jetzt einfach mal dran schnuppern, weil der Geruch ist ja auch einer der Faktoren, der darüber bestimmt, ob mir das Produkt gefällt. Es ist eine feste Konsistenz, lässt sich aber ganz gut verteilen und vom Duft her Orange, Zitrone. Genau. Umweltfreundlich ist die Sun Protection Sonnenpflege obendrein, denn sie ist korallenfreundlich und damit unschädlich für Korallenriffe, Wasserorganismen und Gewässer. Der Preis für diese Sonnencreme, da sind 50 Milliliter drin und würde kosten 16,90 Euro. So, dann kommen wir direkt zur dekorativen Kosmetik und zwar, ich glaube, das war das Auswahlprodukt. Man konnte sich zwei Produkte aussuchen von der Farbe her und zwar habe ich hier einmal ein ein Highlighting Powder von der Firma Oga Oga und von Puro Bio ein, ich glaube, das war ein Lip Liner. Ne, Eye Lip Pencil? Achso, Eye Lip Pencil, genau, also für die Augen und für die Lippen. Diese Farbe werde ich wahrscheinlich nur für die Lippen anwenden. Jo, als Eyeliner verwendet, schenkt dieser Stift einmalige Farbintensität. Er ist weich, leicht und präzise aufzutragen, perfekt zum Definieren von Augen- und Lippenformen. Reich an Pflanzenölen und Vitamin E, wirkt er antioxidativ und pflegt die Haut auf natürliche Weise. Für die Lippenpflege verwendet, kann dieses Produkt nicht nur zum Definieren, sondern auch zum Ausfüllen der Lippenpflege. Jetzt kommen wir zu Oga Oga. Highlighter Game of Lights nennt es sich. Mit diesem rein mineralischen Pulver wird jedem Make-up noch das gewisse Etwas verliehen für einen natürlichen schönen strahlenden Teint. Es ist leicht, zart und lässt sich mühelos auftragen und verblenden. Mit ein paar Pinselstrichen verleiht der Puder einen sommerlichen Glow. Der Puder? Heißt das nicht das Puder? Das muss ich mal googeln. Ich habe bisher immer das Puder genannt. Der Puder. Okay. Der Lip und Eyeliner kostet 5,90 Euro. Dieses Pulver würde kosten 18,99 Euro. Dann habe ich hier
von der Firma Yaloloko Sugarloaf Mountain Pflegeseife mit Kokoszucker und Rosmarin. Diese Edelseife mit Kokoszucker offenbart das Aroma eines warmen Abends am Meer. Es riecht nach Orange. Orange. Rosmarin. Ganz, ganz wenig. Und Kokoszucker. Auch ganz wenig. Also es riecht wirklich nach Orange. Kombiniert mit der Ölkomposition hat Kokoszucker eine natürliche Scrub- und Massagewirkung. Ätherische Öle der Safflor, Bergscharte und des Rosmarins haben eine leichte Aphrodisiakumwirkung und verbessern den Hauttonus. 100 Gramm, sind das 100 Gramm? Ja, 100 Gramm. Würden kosten 7,90 Euro. Dann habe ich hier ein kleines Fläschchen von der Firma You and Oil. KE Aromapflegeöl. Das sind 5 ml drin. Würde kosten 10,20 Euro. Ja, die KI-Öle von, oder KL-Öle, von You and Oil bestehen aus 100% naturreinen ätherischen Ölen, wirken wohltuend und sorgen für einen Hauch von Wellness, sowie das bewusste Kümmern um sich selbst. Man nimmt einfach ein paar Tropfen, reibt sie an bestimmte Stellen, zum Beispiel Innenseite des Handgelenks, und atmet tief ein und lässt die ätherischen Öle auf sich wirken. Ich bin mal gespannt, wie das riecht. Mal eben aufmachen. Das ist so ein kleines Fläschchen mit einer Pipette. Ja, es riecht eigentlich sehr gut, aber ich weiß jetzt nicht, da ist bestimmt auch Zitrus drin und, was stand da? Zitrus, ätherische Öle, aber welche? Steht das auf der Verpackung drauf? Ja. Ja, da ist auch auf jeden Fall Zitrus drin, das riecht man raus, aber da ist auch noch was anderes drin, ne? Nur ich kann das jetzt nicht definieren, es riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Und als letztes ist noch eine Probe mit drin, und zwar auch von der Firma I+M Berlin, und zwar eine Deo-Creme. Ich habe eine natürliche Deo-Creme von Green Door bei mir in Verwendung. Die finde ich auch sehr gut, aber dass das I+M auch so eine Deo-Creme hat in ihrer Palette, im Sortiment, ohne Aluminium, wusste ich jetzt nicht. Deswegen freue ich mich auf dieses Pröbchen, um es mal auszutesten. Genau. Ach so, hier steht noch die Beschreibung. Die Extra Strong Deo-Creme deodoriert 24 Stunden lang mit einer starken Wirkformel in Bioqualität. Die Komposition aus Kokos, Natron und Zink schützt effektiv und sicher vor ungebetener Geruchsbildung, ganz ohne Einsatz von Alkohol, Aluminiumsalzen oder Alaun. Die natürliche Schweißregulierung der Haut bleibt unbeeinträchtigt. Preis steht hier nicht, das ist ja auch eine Probe. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, und ich hoffe, wir sehen uns baldmöglichst wieder. Bis dann. Tschüss.